Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Angeln mit Pratze und Forstheld. Der ist nämlich auch wieder dabei. Hi Forstheld. Ja, hallo zusammen. Und wir sind heute an einem anderen Gewässer, nämlich in New York am Emerald Lake. Und wir erklären euch immer so ein bisschen was dazu. Letztes Mal hat der Forstheld ja auf der linken Seite da dieses Diagramm mit den verschiedenen Tageszeiten und der Beißanzeige bzw. mit der Vorschau oder Prognose erzählt. Und damit wir euch da nicht jedes Mal das Gleiche erzählen, gehst du jetzt mal auf was anderes ein. Und wer das noch nicht gesehen hat und den es interessiert, der kann sich ja die vorherigen Folgen anschauen. Ja, genau. Und ich möchte jetzt ein bisschen auf dieses Foto, das wir in der Mitte von unserem Gewässer sehen. Das sieht zwar hübsch aus und wir können hier die Plätze auswählen, an denen wir angeln wollen, aber ihr solltet die genau betrachten, weil es sind schon sehr exakte Aufnahmen von dem Gewässer, wie es im Spiel ist. Und man kann dann schon einige Sachen sehen, die interessant sind, wo man eventuell Fische fangen kann. Also wenn wir jetzt hier gucken, haben wir auf der linken Seite neben dem Steg einen Baum, der eindeutig übers Wasser hereinragt. Das ist in echt auch immer ein interessanter Platz für Fische. Wir sehen jetzt rechts, also wenn wir auf dem Steg stehen würden, links, aber von hier aus rechts von diesem Steg ein kleines Seerosenfeld, eine Schilfkante, ein abgestorbener Baum, ganz rechts noch ein Seerosenfeld. Also achtet ein bisschen auf diese besonderen Strukturen, weil generell, also wenn ihr jetzt auch nicht angelt, kann man immer sagen, in dem Gewässer, alles was in irgendeiner Art die normale Struktur des Gewässers durchbricht, ist interessant für Fische, weil ich sage jetzt mal ein blödes Beispiel, wenn einer einen Einkaufswagen ins Wasser wirft, wird er mit der Zeit von Kleinstlebewesen besiedelt, das lockt kleine Fische an, das lockt große Fische an. Also überall, wo ein bisschen andere Struktur ist wie im Gewässer, ist für Fische immer interessant und deswegen auch für uns zum Fischen und deswegen gehen wir da jetzt hin, würde ich sagen, und gehen mal fischen. Go fishing. Ja. So, und da sind wir auch schon am nebligen Emerald Lake. Genau, ich kann gleich mal rausgehen. Gehen wir gleich mal auf den Steg vor. Genau, und ich wechsle auch gleich auf die Arme. Aber wer vielleicht schon mal geschaut hat auf diesen kleinen, auf diese Anzeige, die wir hatten vorher, dann wissen wir ja, dass die Aktivität der Fische jetzt morgens nicht so besonders hoch war, ne? Genau. Und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt der Zeit ein Stück nach vorne, oder? Das machen wir. Ich würde mal sagen, so 6 Stunden könnte hinkommen. Gut an, bin ich auch dabei. Und zack. Sieht auch schon langsam der Nebel, das ist genial gemacht. Ja, wirklich. Sieht auch schon viel freundlicher aus jetzt. So. Jetzt hätte ich gedacht, wir fangen mal klein an, vielleicht mit Maden, hä? Stippfischen, genau, hast du gesagt. Das habe ich jetzt auch schon in der Hand. Vielleicht mal ein paar Kleinfische fangen mit Maden. Das sollte eigentlich ganz gut gehen, gerade über so und überhängenden Bäumen. Da fallen immer wieder Insekten ins Wasser. Da ist die Made dann auch ein guter Köder. Probieren wir das einfach mal, oder? Genau, ich werfe jetzt einfach mal unter die Weide. Haben wir ja vorher schon festgestellt. Könnte ein interessanter Spot sein. Ja, und während wir jetzt die Pose beobachten, kann man sich ja schon auch ein bisschen umgucken. Im Hintergrund sieht man, hier ist so ein Schilf, eine Schilfkante, das ist auch immer spannend. Und an der Schilfkante sehe ich schon, das sind immer wieder so kleine Schilfbüschel, die ein bisschen weiter ins Wasser herausragen. Also auf all sowas achte ich im echten Leben am Gewässer und genau das funktioniert hier in dem Spiel echt auch einwandfrei. Uiuiui, hier geht schon was. Ah, ja. Ich habe zu früh angeschlagen. Fische nippeln auch gern mal ein bisschen dran rum. Ja, bei mir nippelt's auch. Oder nuckeln. Ja, zupfen nennen wir das hier bei uns in Süddeutschland. Es zupft. Ja. Ist echt genial, wie da jede kleinste Bewegung dargestellt wird. Ja, und was ich wirklich auch sensationell finde an der Pose, also die bewegt sich nicht jedes Mal gleich. Also wenn der Fisch zieht mal seitlich ab. Manchmal geht sie direkt nach unten, dann das nächste Mal legt sich die Pose flach. Also es sind wirklich diese ganzen verschiedenen Bissarten, wie es die Pose anzeigt, die es im echten Leben gibt, hier wirklich auch implementiert. Das gefällt mir extrem gut. Ja, und auch dieses Ruckeln hier, genau.
Sensationell. Ja, und ich habe ja da Fastheld hat mir ja auch schon mal, oder wir haben auch schon mal so drüber gesprochen. Ich würde ja gerne mal mitkommen zum Fischen. Und dann hat er gesagt, ja, dieses Stippfischen wäre eigentlich sowas. Oh, dabei ist's. Und Und oh. ja. Trophy Trophy. Pumpkin Seed. Ja. Ja. Sehr schön. Ja, da hat er mir dann auch gesagt, dieses Stippfischen ist eigentlich sowas, was man ganz am Anfang mal macht. Gerade so mit Maden auf diese ganzen kleinen Friedfische. Ja, ich meine, das hat mehrere Faktoren. Zum einen macht es einfach mal Spaß, weil man meistens relativ schnell Fische fängt und sozusagen Action hat. Und zum anderen lernt man da auch die Basics damit, weil eine Pose fein austarieren, die Tiefe finden. Oh, jetzt habe ich auch ein Biss. Ich muss hier mal schnell den Fisch einkurbeln. Und ich habe Jawohl. jetzt einen Redbreast-Sunfish. Ist natürlich hier auch toll, dass man hier verschiedene Arten fangen kann. Ja, ich sehe den hier. Warten gleich mal noch aus, was wir vielleicht noch kriegen können. Oder ich versuche gleich mal den anderen Köder. Ist Und auch bis. mal spannend. Wow, noch ein Trophy Pumpkin Seed. Ja, du scheinst hier einen guten Platz gefunden zu haben. Ich versuche es mal mit Blutwürmern. Das wäre auf Deutsch Zuckmücken laufen. Das sind auch ein exzellenter Köder für Kleinfische. Auch für größere, für Brassen oder sowas. Mal gucken, ob das hier auch funktioniert. Und das ist eben das Schöne hier. Hier kann man wirklich nach Lust und Laune, was man gerade. Oh, und schon wieder ein Biss. Oh, ich hole hier gerade nur die Pumpkin Seeds raus. Möchte mal noch vielleicht was anderes fangen. Ja, aber okay, jetzt ist nur ein kleiner, aber ich meine nur die Pumpkin Seed durch zwei in der Trophy-Größe, Ja, also ja. große. Ich meine, Ich das sind meine kleine Fische, aber. jetzt eher die Art. Drei Ja, Pumpkin klar. Seeds. Wir Halt. spekulieren noch, es gibt ja auch noch die Golden Shiner. Ja, da spekuliere ich auch schon. Ja, das ist so eine ähnliche Art wie bei uns die Rotaugen oder Rotfedern, die Plötzen, also so ein kleiner Zyprinide. Ich meine, so eine Aktivität macht man ja auch, wenn man zum Beispiel eigentlich einen ganz anderen Zielfisch hat und aber irgendwie Köder braucht. Ist es nicht so? Genau. Oh, jetzt habe ich hier einen Redbreast Sunfish. Und man darf auch nicht glauben, dass kleine Fische leichter zu fangen sind wie große. Das ist nicht zwingend so. Also zur richtigen Tageszeit und in der richtigen Jahreszeit schon, aber die sind manchmal auch recht heikel. Also jeder Raubfischangler, der mal schnell Köderfische fangen wollte, kann ein Lied davon singen, wie schwer das manchmal ist, welche zu bekommen. Das kann ich mir denken. Ja, das ist dann halt auch, dann ist die Situation ja doppelt unter Spannung. Man will unbedingt jetzt auf seinen Raubfisch angeln und will mal schnell sozusagen den Köderfisch fangen. Und wenn man eh schon im Kopf diese Eile hat, dann kommt einem jede Minute warten ja auch noch gleich doppelt so lang vor. Das denke ich mir. Also super erfolgreich sind wir hier nicht. Also, oder ich nicht, Boah, du. bei mir geht's. Ja, ich wollte gerade sagen, ich darf nicht wir sagen, sondern ich, aber ich laufe jetzt mal ein bisschen näher an diese Schilfkante ran. Oh, jetzt habe ich zu früh Und angeschlagen. hier kriege ich sofort Action. Ihr seht, ich war ein bisschen zu weit draußen. Ich habe direkt unter den überhängenden Ästen gefischt und jetzt hier direkt an der Schilfkante kriege ich sofort Aktivität an der Pose. Da habe ich jetzt auch mal hingeworfen. Da kriege ich ja auch Ja, und Aktivität. oh, klarer Biss. Und wir haben einen Fisch. Und ah, einen kleinen Barsch. Yellow Perch ist der Barsch, der Wow. auch bei uns vorkommt. Auf welchen Köder hast du denn jetzt gefangen? Auf die Bloodworms, die kannst du dir, Oh, glaube, die bekommst du leider, glaube ich, noch nee, nicht, nee, weil. die habe ich noch nicht, aber das ist ja cool. Ja. Und ich habe noch ein Pumpkin Seed rausgeholt. Aber wenn wir gerade schon von Ködern sprechen, ich habe ja da noch so was, ein bisschen was im Rucksack rumliegen. Ich habe da an die Wachsworms gedacht. Das sind ja Bienenmaden, nennt man das, glaube ich, auf Deutsch. Ja, So, also jetzt ich darf. vermute mal, dass es die Bienenmaden sind. Also Ja. bin mir nicht ganz sicher. Ich Aber werfe im das jetzt Endeffekt einfach sind mal es in die andere irgendwelche Insekten Richtung. laufen. Sorry. Ja. Ja. In Richtung Seerosenfeld. Ja, genau. Also ich habe jetzt hier gerade nochmal Aktivität. Und ich werde es dann vielleicht auch mal Richtung Seerosenfeld gleich versuchen, nachdem ich diesen Fisch hier. Ich habe einen Golden Hey, Shiner erwischt. super. Cool. Also das hier ist noch ein kleiner Fisch. Und ich werde jetzt auch mal einen anderen Köder verwenden. Den nehme ich gleich auch die andere Route, weil vielleicht auch ein etwas größerer Fisch drauf gehen könnte. Ich würde mal die Rotwürmer versuchen. Das machen Die wir wir ja auch auch noch nachher haben. noch. Wenn du,
Wenn du jetzt hier die Wachswürmer nimmst, dann nehme ich mal die Rotwürmer. Wo sind die? Ihr seht, was für eine wahnsinnige Auswahl ich hier in meinem Inventar habe. Das Das ist ist zwar echt super, so viel brutal. zu haben, aber ein bisschen unkomfortabel beim Suchen der Köder. Also ihr seht, wenn ich hier durchscroll, ist eine wahnsinnige Auswahl. Hier Red Worms. Machen wir jetzt also mal hier drauf. Diese Route. Wunderbar. Tar zurück. Wir wechseln die Route. Hier machen wir jetzt einen Überkopfwurf. Ich würde auch mal an diesem Seerosenfeld, das haben wir uns ja auch schon auf dem Bild ausgeguckt, dass das spannend sein könnte. Oh, jetzt zittert was. Komm schon, beiß. Ja. Hui, hui, hui. Was ich auch sehr gut gemacht finde, ist, dass die größeren Fische, also meistens auch länger brauchen, bis sie den Köder wirklich mit Vertrauen nehmen. Jetzt hat er ihn genommen. Und was haben wir? Yes! Ja! Jawohl, Trophy Black Crappie. ja genau, und auch schon, also es war jetzt schon, ich habe schon fast vermutet, dass es ein Trophy-Fisch wird, weil du Weil gesagt er so hast, die lang, spielen, ja. genau, die spielen so lange rum. Ja, mir Selbst sowas gefällt's ist nicht. dann implementiert, das finde ich schon hart. Richtig cool. Hatte jetzt gerade auch meinen Platz mitten in den Seerosen nicht so vertrauen. Ich möchte eigentlich ein bisschen vor diesem Seerosenfeld. Ich glaube, ich Weil, rüste auch mal um auf die und wir kriegen schon einen Biss. Also ihr Rotwürmer. müsst euch Oh, da. überlegen, die Fische halten sich jetzt gerade bei Sonnenlicht am Mittag gerne ein bisschen in Deckung auf, weil neben den Raubfischen sind so die meisten Gefahren, die für Fische für ihr Leben bestehen, Vögel, die von oben die Fische attackieren, wie Reiher oder Fischadler oder sowas. Deswegen haben es Fische ganz gern, wenn sie über ihrem Kopf quasi eine Deckung haben. Deswegen halten die sich gern unter diesen Seerosenfeldern auf und lauern da, ob vor den Seerosenfeldern irgendwas vorbeikommt. Deswegen sind die Seerosenkanten auch immer sehr attraktive Plätze. Ihr seht, ich habe hier auch einen Biss, der noch, ja, könnte auch wieder was Besseres sein. Ich hoffe mal drauf. Also wir können hier noch erwarten Pickerels, das ist so eine kleine Hechtart, die Perch, Crappies, also gibt hier einiges zu fangen. Welchen Köder versuchst denn du jetzt? Ich habe jetzt einfach auch mal meine zweite Rute auch in die Richtung geworfen mit den Rotwürmern. Okay, ja, das mache ich ja gerade auch. Also was auch immer ein Versuch wert wäre, wäre noch an die Small Minnows, die kleine Köderfische. Ah, das kann man auch noch machen, das stimmt. Also, Jetzt schaue ich erstmal. Oh, da kommt Action. ja Oh, genau. Mir es zupft es jetzt schon wirklich lange. zupft, ja, es zupft. Es ist so genial, einfach nur. Nimm ihn doch. Komm schon. Und ich kann es jetzt noch nicht ganz beurteilen, wie das bei euch beim Zuschauen rüberkommt. Aber auch wenn ich jetzt nicht direkt einen Fisch fange, nur weil ich sehe, dass es immer mal wieder zupft und so, es ist einfach spannend, das zu beobachten und wann es endlich losgeht. Und Ich hatte jetzt gerade so eine Phase vom Zupfen und dann war es wieder weg und jetzt zupft es wieder. ja, bei mir ist es genau auch so. Das kann natürlich dann auch sein, dass das eine Indikation ist, dass wir einen zu großen Köder verwenden oder einen zu großen Haken. Ja, es Das kann auch sein. Das ist fast dachte ich möglich gerade bei einem auch. 2-0er, der recht groß ist, dass nur große Fische den Köder nehmen. Man wird sehen. Also ich finde, das zupft so eindeutig, dass das bestimmt am Haken liegt. Das ist gut möglich. Also machen wir eine andere Hakengröße drauf. Ich glaube, ich versuche da mal so ein. Ja, ich sage jetzt mal was und du korrigierst mich, wenn ich da voll daneben liege. Ich würde jetzt mal so Ja. ein Sechser oder Achter draufpacken. Ja, genau. An einen Sechser hatte ich jetzt auch gerade gedacht, wenn Super. ich ihn dabei Boah. hätte. Ich habe ihn Aber dabei. Haha. ich hab einen Achter oder einen Zweier. Ja, ein Achter müsste doch auch passen, oder? Ja, ich frage mich, ob ein Zweier zu groß ist. Versuch's mal mit dem Zweier, wir werden es sehen. Aber ihr seht, es gilt da immer wieder beobachten, Rückschlüsse draus ziehen. Ausprobieren und wenn es funktioniert, ist gut und wenn es nicht funktioniert, wieder was anderes versuchen. Oh, Und es obwohl wir funktioniert. Es funktioniert. okay, du hast jetzt einen Sechser drauf, oder? Ja, da hat jetzt ein Black Crappie drauf gebissen. Kein Trophy diesmal, aber. Das heißt doch, wir könnten doch nochmal variieren. Wie wäre es denn jetzt mit. Ja, Was hast du möglichst vorher Small Minnow. gesagt gehabt? Ja, Small Small Minnow. Minnow, also ein kleiner Köderfisch.
Komm, probieren wir das doch mal. Wenn du gesagt hast, hier gibt es so Hechtlinge oder so Hechtartige. Ja, also es gehört zur Familie der Hechte, aber es sind halt, ist nicht der europäische Hecht. Den europäischen Hecht, oder der Northern Pike ist nicht der europäische, sondern der kommt auf der kompletten Nordhalbkugel vor. Aber hier gibt es noch so Pickerels, nennen die sich auf Englisch. Ich weiß, ich glaube es nicht, dass es einen deutschen Namen für die gibt. Aber Ich hätte jetzt habe ich jetzt. auch hier wieder Zupfen. Mal gucken, ob es bis zu einem richtigen Biss reicht oder ob mein Haken immer noch zu groß Ich ist. krieg schon wieder Action. Meine Fresse. Ja, Andi angelt mich hier komplett an die Wand. Sonst schau doch mal im Shop, ob die vielleicht 6er Haken verkaufen. Aber eigentlich müsste so ein 8er doch auch gehen, Ah, ich oder? habe jetzt einen Fisch gefangen. Jawohl. Und ich auch. Wieder einen Yellow Perch. Und ich habe noch einen Trophy Black Crappie. Ja, ich Auf den sag. Minnow. Überlegst dir mal. Ja, das ist Na ja, ich mein, krass. ein Black Rappy, um vielleicht, also es gibt auch keinen deutschen Namen für den. Die Amerikaner nennen die auch Panfish, also diese ganzen, der Sunfish, der Crappy und die als Panfish, und das sind alles Barschartige. Also, und das sind halt auch alles Räuber. Und deswegen ist es nicht ganz so überraschend, dass wir die auch auf Small Minnows kriegen. Ich mache auch mal die Small Minnows ran. Ich laufe jetzt vielleicht mal mehr in diese Richtung, hier an Und die da zupft Ecke. es schon Also wieder. man kann auch immer wieder ein bisschen eine andere Stelle ausprobieren. Ich versuche jetzt hier mal ein bisschen weit geworfen, kommen wir mal ein bisschen rein. Genau. Also das hier ist, finde ich, jetzt auch wieder spannend, weil es ist sozusagen genau die Ecke zwischen Schilf- und Seerosenfeld. Mal gucken, ob da was geht. Man sieht schon, ich bin groß in der Theorie und du in der Praxis. Schaut mal, wer im Chat, der Fabi ist auch am Start. Ja, genau. Das Spiel Also schlägt schon große Wellen, wie man sieht. Fabi ist da. Wie heißt er auf YouTube? Fabi LP. Nee, Fabe. Fabe. Fabes the Hunter LPs. Da Genau. könnt ihr auch mal gern vorbeischauen. Wie ich Ja, auf meinem denjenigen Kanal. kenne, macht er bestimmt auch Videos bald über dieses Spiel. Ja. Also, wenn er auf meine Kanalseite geht, ist er auch in den vorgeschlagenen Kanäle verlinkt. Also, so könnt ihr dann finden. Okay. Ah, jetzt wollte ich gerade sagen, ich kriege hier keine Action. In dem Moment fängt es an. Ja, hier zupft es auch schon wieder, also hat grad. Komm schon. Ich hätte gern so ein Pickerel. Ja, auch. Wobei, ich bin bescheiden. Ich hätte eigentlich gern mal wieder einen Fisch. Oh, und das ist ein klarer Biss. Jawohl. Oh, oh. Und die Bremse geht bis in den roten Bereich. Wir müssen die Bremse aufmachen. Das scheint ein besserer Fisch zu sein. Oh, jawohl. Jawohl, ein Unique. Boah, Yes! Wahnsinn. Ein Unique Hammer. Black Crappie. Ihr seht auch gleich, da gibt 111 Sterne. Also Unique sind die ganz gigantisch großen. Sensationell. Wie genial. Ja, also, und das ist jetzt nicht gespielt. Das fängt man wirklich extrem selten. Voll Ja, gut. in der Tat. Gratulation. Vielen Dank. Und Wo hast du denn da hingeworfen? Ich wollte dir gerade die Info geben, und zwar, wenn du das Seerosenfeld anguckst, habe ich genau in diesen freien Platz zwischen der Schilfkante links und dem Seerosenfeld gefischt. Ja, also wenn du da hinguckst, dann ist doch das Seerosenfeld und links davon, wenn du weiter nach links gehst, fängt es Richtung Baum, fängt dieses Schilffeld an und genau Ja. dazwischen rein. In diesen Okay. kleinen freien Platz zwischen Schilf, also ganz nah am Ufer eigentlich. Also, ja, So in der den Ecke da kleinen. drin. In der Lücke zwischen Schilf und da werfe ich jetzt natürlich nochmal hin mit dem Komm, da gleichen werfe ich Köder. jetzt auch mal hin. Ist Oh, ja jetzt klar. ziehe ich gerade die Route ein, dann steht da Strike was done too early. Ja. Und hier wieder, man wird so ungeduldig, ja. Man denkt, ah, hier sind so kleinere Fische und so, da war ich ein bisschen ungeduldig, ich kriege ewig keinen Biss. Aber gut, hier war jetzt halt ein großer Fisch und der ist halt ein bisschen, oder ein sehr großer in dem Fall. Und der ist dann halt ein bisschen vorsichtiger. Es dauert einfach ein bisschen länger. Also ein bisschen Geduld gehört auch dazu. Und jetzt kriege ich schon wieder Action. Biss, jawohl, Fisch. Und ihr habt auch gesehen, ich hatte die Bremse zu weit zu. Der hat dann sofort in die Bremse. Noch ein Trophy. Und diesmal ein Hecht. Hervorragend. Also ein Grass Super. Pickerel. Jetzt bin ich glücklicher wie vorhin. Wunderbar. So, aber wir. Ich Ich glaube, ich habe die schau. Stelle falsch interpretiert. Wäre möglich. Im Zweifelsfall kannst du es dann auf meinem Kanal, in meinem Video sehen. Nein. Genau, ja, stimmt. nein, ich versuche es dir nochmal zu beschreiben. Also,
Du guckst auf dieses Seerosenfeld und es hat auch ein rechtes Ende zu dem anderen Angelplatz. Also diese braune Stelle, die ihr da rechts hinten seht, ist quasi der andere Angelplatz. Genau. Ja. Und dann links von dem Seerosenfeld steht hinten ein Busch. Oder Ja, nee, im genau. Hintergrund steht ein Busch. Und links davon steht ein Baum. Ja. Und zwischen Busch und Baum in die Lücke habe ich reingeworfen. Okay, cool. Und was ich versuche jetzt währenddessen nochmal was anderes, weil ich habe ja vorhin schon mal erzählt, glaube ich zumindest, bin mir nicht ganz sicher, zumindest habe ich mir gedacht, dass dort hinten die Schilfkante ganz interessant ist. Und ich warf jetzt mal noch auf der Seite der Weide hinten an diese Schilfkante. Ich glaube, da ist es ein Oh, bisschen tiefer. da gibt's schon wieder Action. Da wird schon wieder gezuppelt. Okay, und jetzt vielleicht auch interessant, wie ihr das mit der Tiefe herausfinden könntet. Schaut mal auf meine Pose. Die liegt jetzt so halb schräg. Das heißt, ich habe zu tief, also das Wasser, wenn die Pose flach auf dem Wasser liegt, bedeutet das, das Wasser ist dort nicht so tief, wie ich die Tiefe eingestellt habe. Es ist flacher. Also das heißt, ich muss jetzt ein bisschen flacher einstellen. Und ich versuche jetzt die richtige Tiefe herauszufinden, in der man da hinten fischen kann. Ich versuche es jetzt mal mit 41. Dann schauen wir mal, ob es dort wieder hin. Tackle hitched, müsst ihr auch aufpassen. Tackle released. Ja, jetzt steht die Pose. Mal gucken, ob dort was geht. Kann man natürlich nicht Oh, wissen. hier wird gezuppelt. Also, was wir euch ein bisschen vermitteln wollen, ist auch das Gefühl für interessante Stellen zu entwickeln. Also, ihr Oh, seht, das Seerosenfeld war interessant, der überhängende Baum, die Schilfkanten. ich sehe richtig die Silhouette um die Pose und wie da manchmal so die Wellen schlagen, das ist der Wahnsinn, einfach nur, Ja, wenn er also dort ist zupft. er auch sehr flach in diesem um dieses Seerosenfeld herum. Okay, da hinten tut sich jetzt erstmal nichts. Ah, ganz, ganz, also fast nicht zu erkennen, mit ganz Jetzt hat einer kleinen. gebissen. Jawohl. Und einen Grass Pickerel, den wollte ich doch. Ja, Das ist also sind wir also. ehrlich, du wolltest ihn ein bisschen größer, aber. Ja, jetzt warte mal Zielfisch ab. ist Zielfisch. Jetzt warte mal ab. Jetzt bin ich ja ein schlaues Kerlchen und habe gesehen, dass du da einen Achterhaken drauf gemacht hast, weil ich ja Ne, Zweier hatte ich drauf. ein Zweier, meine ich. Oh, ich kriege Action. Ganz klare Fischaktivität an der Pose. Ich finde, was mir persönlich ja auch gut gefällt, ist, die Entwickler haben hier die gesunde Mischung zwischen, dass was passiert und dass man aber trotzdem noch Geduld haben muss. Also die Ja, das finde ich Geduldsspanne, wenn man sehr, vor dem sehr PC wichtig. sitzt, ist ja deutlich geringer, wie wenn man am Wasser ist. Vor allem habe ich auch Aber gerade irgendwie so das schöne Gefühl, jetzt habe das hier auch gerade gesehen, dass die Pose ein bisschen zu schräg war. Das schöne Gefühl, dass ich einfach mit euch zusammen hier gerade beim Angeln bin. Also vor allem natürlich mit Forstheld. Aber so das gesamte Gefühl ist einfach, ja, wir sind hier zusammen am See und fischen. ja. Und Das was finde auch ich immer halt echt toll ist, cool. jetzt nicht nur, wenn man zusammen im TS ist, hier auch über den Chat, dann wird immer gefragt, an welcher Stelle hat man den gefangen und kann sich austauschen, was für Köder benutzt du und es ist wie das Gespräch, das man auch im Wasser führt. Und bis. Also ich habe hier Aktivität, aber noch keinen klaren Biss. Wow, der ist Red, schön. oh, eine neue Art, die hat man noch nicht. Den Redfin Pickerel, der wunderschöne rote Flossen hat. Richtig schön. See you soon. Jetzt variiere ich mal noch ein kleines bisschen die Stelle. Gehe mal ein bisschen weiter rechts. Ganz rechts am Rand habe ich auch schon gute Also so Fische mitten gefangen. rein in dieses Seerosenfeld einfach mal. Oh, Kann man ja auch es mal wird probieren. immer mehr Action. Es ist. Oh, jetzt. Und? Strike timed out. Warum denn das? Oh. Ich habe an. Ah, okay. Muss es mir nochmal anschauen. Aber ich glaube, ich habe es geschafft, rückwärts zu kurbeln, anstatt vorwärts. Also jeder kleine Fehler wird hier auch bestraft. Das muss man auch sagen. Ja.
Zu Recht. Ja. Oh, und jetzt habe ich einen ganz klasse Wurf gemacht. Der gefällt mir gut. Wir können die Pose jetzt gar nicht mehr sehen. Aber dort hinter diesem Schilf, wo ich gerade hingeworfen habe, ist dahinter so eine kleine Bucht im Schilf. Und der Schwimmer steht. Das sehen wir ja an unserer kleinen Animation an der rechten Seite. Also ich weiß jetzt nicht, ob es da hinten extrem gut ist. Ich muss sagen, ich habe da nur einmal bisher gefischt. Da hatte ich einen Ja, Fisch bis. Jawohl. Yo, yes. Nochmal ein Trophy. Genial. Komm, jetzt probieren wir es unter der Weide auch nochmal. Ich krieg hier auch was. Jetzt fängt schon wieder an. Ich hoffe mal. In die Richtung da auf jeden Fall. Oh, Tackle Hitched ist natürlich jetzt. So. Tackle Hitched jetzt nochmal zur Übersetzung. Das heißt, wenn man einen Haker auf dem Grund hat, oder? Oder wie nennt man ja, das? Hänger? Hänger, meine ich, ja. Den Hänger, genau. Und das kann entweder am Grund sein, im Schilf, an dem Ast. Ja, genau. Und nicht nur, dass wir hier manchmal festhängen. Das kann bis so weit gehen, dass man den nicht lösen kann, ohne dass man die Schnur abreißt. Oder wenn die Schnur zu fest ist, dann bricht die Rute oder die Rolle geht kaputt. Alles schon also, passiert. Ja. Okay. Ich hatte jetzt hier die ganze Zeit immer wieder kleine Tupfer, aber es geht noch nicht so richtig ab. Und seht ihr, ich hätte jetzt schon wieder, wenn ihr jetzt gerade guckt, ich hatte jetzt schon wieder auf Rückwärtskurbeln, wenn ich jetzt angeschlagen hätte, hätte es wieder nicht geklappt. Kurz zur Übersetzung, wenn ich das auf Rückwärtskurbeln eingestellt habe, heißt es Leine geben. Und wenn ich dann die Rute hochreiße, dann spult es einfach Schnur von der Rolle, anstatt dass die Schnur zu mir hergezogen wird und den Fisch haken kann. Deswegen haben wir vorhin den Fisch verloren. Also ihr könnt hier einen Punkt auf meinen Fail-Count. Ja. Aber jetzt sollte man ihn haben, oder? Jawohl, ich habe einen Fisch. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ist aber glaube ich ein kleiner. Lässt sich ziemlich einfach. Ja, ein kleiner Grass Pickerel. Aber schön, jetzt hast du auch so einen hechtartigen noch mit drin. Ja, einen hatte ich doch vorhin schon, wenn ich mich richtig erinnere. Achso. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, stimmt. Du hattest schon einen. Ich glaube, vor diesem Unique... Den ich extra nochmal erwähnen will, natürlich nicht, um zu brecken, nein. Nein. Was ich nochmal erwähnen wollte, bevor ich jetzt hier nochmal kurz nochmal meine Maden reinhalte, noch einmal. Ich hätte eigentlich doch nochmal so gern so einen Yellow Shiner gezeigt. Golden? Golden Shiner. So. Was ein Versuch wert wäre, ich habe es jetzt tatsächlich noch nie ausprobiert, aber wenn du gezielt vielleicht noch flacher zu fischen, weil die tendenziell wirklich schon unter der Oberfläche, das sind auch die Fische, die diese Ringe an der Oberfläche machen und ich denke, die Sonnenbarsche und die Redbreast Sunfish sind eher ein bisschen tiefer, also wenn du tiefer, wirklich ja. Nur auf 10 oder so gehst, ob das dann vielleicht selektiver auf die Shiner ist. Das könnte in der Tat sein. Bei mir gibt es hier schon wieder, also nicht geprobt sozusagen, jetzt live der erste Versuch, könnte ich mir aber vorstellen. Also immer, wir sind permanent dabei zu überlegen, wie könnte man es... Oh, ganz schöner Biss. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich auch. So. Ah, aber der Fisch ist wieder nicht so groß. Aber einen Redfin, den hatte ich noch nicht. Wunderbar. Ja, aber leider, die Trophies wollen noch nicht so richtig. Das kann ich auch nicht jedes Mal erwarten. Nein, aber man hofft es natürlich. Das ist ja... ist auch das, die Faszination am Angeln ist ja dieses, erst in dem Moment, wo man den Kontakt zum Fisch kriegt, hat man ein Gefühl für die Größe und erst wenn man ihn an Land zieht, sieht man, was es wirklich ist. Das finde ich faszinierend. So, jetzt probieren wir es doch nochmal. Wir können hier ganz auf die andere Seite werfen. Dort ist ja auch noch ein Seerosenfeld. Da mal schauen, ob wir da auch einen Fisch kriegen. Und ich habe einen Biss. Redbreast Sunfish. Hast du die Tiefe jetzt eingestellt? Oder? Ich habe die Tiefe jetzt ganz hoch gemacht auf 10 Inches. Okay, und trotzdem denn Redbreast Sunfish? Ja, aber immerhin kein Pumpkin Seed. Die hatte ich ja jetzt schon 5 oder so. Ja. Ich will ja nicht meckern, aber... Ja, aber ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass wir den Pumpkin Seed und den Redbreast Sunfish ein bisschen aus dem Weg gehen durch dieses ganz flache Fischen, aber ja gut.
Meins sind auch nur 10 Inch weniger, das sind 25 Zentimeter. Das ist auch nur ein Flossenschlag für den Fisch. Oh, ich habe Genau. hier einen Biss. Und was ich vorhin gesagt habe, scheint wieder zu stimmen. Der Biss vorhin, den ich hatte, der hat zweimal gezupft und dann direkt abgezogen und es war wieder ein kleinerer Fisch. Wenn sie länger zupfen und dann erst abziehen, dann haben wir die Hoffnung, dass es ein größerer Fisch ist. Und wenn es ewig zupft und sie nie abziehen, dann haben wir vielleicht einen zu großen Haken oder einen zu großen Köder oder was auch immer. Und noch ein Red. Noch ein Red Bass. Ja. Wobei das wirklich wunderschöne Fische sind, in echt, Die sind diese wirklich schön, Sonnenfische. ja. Ja, noch. Die Wasserspiegelung, also die Wasseranimation finde ich immer noch. Das ist genial. Also ich würde sagen, ich mache jetzt noch einen Wurf und dann gehen wir mal wieder zu einer anderen Technik über, oder? Just one more cast. Ja. Ja, das ist immer das Thema. Noch einmal auswerfen. Ja. Ja, noch Ihr einen werdet es Fang, erleben, noch. wenn ihr Oh. das spielt, das Spiel. Ich bin wieder in dem Fisch. Also die Drills sind jetzt nicht ganz so spektakulär, weil die Rute, die ich hier verwende, ist schon eine relativ starke, aber es ist wieder ein Trophy. Diesmal ein Trophy Black Crappie. Cool. Den habe ich jetzt an dem Seerosenfeld am anderen Platz, also fast gegenüberliegend gefangen. Super. Also war auf jeden Fall bis jetzt eine extrem erfolgreiche Angelsession, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Genau richtig fürs Let's Play. Okay, wenn du jetzt hier, ich packe auch nochmal die Ja. Stipprute aus, mal gucken, ob man mit der Stipprute auch hier was fangen kann. Ja, bei mir zittert's und wackelt's. Ja, ich denke, was wir dann noch versuchen, ist die Ja. Spinnrute auszupacken und vielleicht noch eine Northern Pike oder sowas auf Blinker zu bekommen, oder? Auf jeden Fall. Da bin ich absolut dabei. Ich habe hier schon wieder, ja, sollte gleich ein Fisch kommen. Macht einfach Spaß. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht langweilt es euch schon, dass wir hier die kleinen Fische rausziehen, einen nach dem anderen. Und noch einen Black Crappie. Wunderbar. Also mich langweilt es gar nicht. Vielleicht eine kleine Geschichte ist, hier geht es ja auch ums Leveln und je höher ein Level ihr erreicht, kriegt ihr andere Gewässer freigeschaltet. Und wir haben dann noch ein paar Punkte gefehlt und ich habe mich trotzdem dann noch schnell hierher gehockt und habe Golden Shinos und Pumpkin Seeds und Red Sunfish geangelt, weil ich einfach Lust drauf hatte. Das macht einfach Spaß. Ja, also vor dem Hintergrund, dass die halt wenig Punkte geben, also wenig Ja, praktisch. Erfahrungspunkte. Genau. Aber es macht halt trotzdem mega Spaß. Ja, jetzt versuchen wir mal, Hechte zu fangen, oder? Genau.